Sportfrei, Sportsfreunde. Wir fahren heute zusammen zum Training. Ich habe es euch ja schon länger versprochen. Ich werde euch ein paar Sachen zeigen. Das heißt, wir packen jetzt ein, fahren zusammen nach Fürstenfeldbruck in die Sportschule Puch und dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Auf geht's! Schuhe, Klamotten, Trainingsplan. Ganz wichtig. Da sind wir. Schön im Stau gestanden. So ist das in München. So, jetzt haben wir hier den Chef am Start. Erstmal die Linse putzen. Lenz. Sind ja schon ganz viele Mountainbiker bei dir gewesen, ja? Wer waren schon alles da so? Wer waren die Highlights neben mir? Neben dir gibt es kein Highlight. Da sehen wir ja schon da oben, der Danny. Der Eskil war schon da, Tibor Schimmer hat damals ganz viel gemacht bei uns, der hat auch hier gearbeitet. Mhm. Andi Wittmann, also die Probleme hatte, die Großen nach seinem Sturz, ja. Benny Korthaus, Emilia Johansen. Der kommt jetzt wieder, ne? Der kommt wieder, ja. Der Thomas Chenot, also ein paar haben wir da schon. Okay, und was sind so die Hauptdefizite von den Mountainbikern? Also zu mir kommen sie ja meistens, wenn sie das Defizit hatten, aufgrund fahrtechnischer Fehler vielleicht eine Situation erleben zu müssen, die sie nicht so gerne haben, nämlich irgendwelche Stürze oder größere Verletzungen. Und dann geht es einfach zuerst mal darum, dass man die wieder belastbar macht über ein Aufbautraining bis zur Weltklasse. Also dass man die halt wieder alltagsbelastbar, sportbelastbar und dann eben so weit hinbekommt, dass die wirklich wieder in der Weltklasse mitmischen können. Dann will ich ja mal ins Detail gehen. Was sind denn meine Defizite? Deine Defizite? Oh Gott, deine Stunde der Wahrheit. Nein, deine Defizite sind jetzt eigentlich gar nicht so drastisch. Du hast, wie jeder Sportler, der sehr intensiv seinen Sport macht, dann bestimmte Muskelpartien, die einfach stärker beansprucht werden. Und diese starke Beanspruchung beim Mountainbiker zum Beispiel, ist, oder beim Radfahrer überhaupt, am Oberschenkel, dass dieses äußere Compartment vom Oberschenkel mehr belastet wird wie das Innere. Und dann gibt es halt oft Knieprobleme, weil wenn das zu stark wird im Unterschied, dann kann die Kniescheibe etwas nach außen kippen, man nennt das ein Patellar Shift, nach lateral, und dann liegt der Kniescheibenknorpel nicht mehr so in diesem Gleitlager, das der im Oberschenkelknochen hat, und dann entzündet sich das schneller und dann gibt es Probleme. Der Körper geht dann bei so Leistungssportlern her und versucht, dieses Problem, das dann unterschwellig schon länger da ist, zu umgehen, indem er Bewegungen anders macht. Der Fuß geht beim Treten ein bisschen nach außen oder ein bisschen nach innen, je nachdem, wo diese Ungleichgewichte liegen. Und dann kommt es eben vor, dass dann plötzlich am Gesäß, am hinteren Oberschenkel, am unteren Rücken Schmerzen entstehen, die nicht von der Wirbelsäule kommen, sondern die vielleicht von einem Kniegelenk indiziert sind. Ist es ein Trainingsfehler oder ein Regenerationsfehler oder dass man einfach falsch trainiert für die? Nein, also prinzipiell bist du hochtalentiert. Also das hört man immer gerne. Ja, und du hast. Kannst du nochmal sagen? Nein, also. Es ist alles. Sonst kommst du ja nicht in die Leistungsklasse. Punkt. Das, was du hast sehr schnelle Muskelfasern. Also vom Grundtyp, von der genetischen Veranlagung bist du eher so in Richtung Sprint, Explosivität veranlagt. Und wenn du jetzt natürlich da mit dem Mountainbiken Berg hochtreten musst, dann ist das nicht unbedingt so eine tolle Muskulatur dafür. Da kannst du einfach mal bei Bahnradsportlern, 100-Meter-Sprintern nachfragen. Siehst du ja bei der Tour de France, die wollen dann auch nicht so gerne die langen Etappen über die Berge fahren. Ja. Das tut dann so einem Menschen wie dir viel mehr weh, wie einem, der extrem viel Ausdauermuskeln hat und für diese Arbeit besser geeignet ist, vom genetischen Typ her. Das hilft dir ja nichts, du musst ja trotzdem durchkommen. Deine Fähigkeit ist eben eher, mal kurze Passagen ganz schnell zu treten oder halt einfach mit deiner Technik und mit deinem Bewegungsgefühl den Druck richtig aufs Rad zu bringen, um die Kurve viel Tempo mitzunehmen. Aber jeder Mensch hat seine Vor- und Nachteile oder jeder Körper, und dein Nachteil ist halt, dass es dann, wenn es ganz lang bergauf geht, schon ziemlich zach wird. Gut, jetzt hätten wir die Erklärung, und was machen wir jetzt dagegen? Wir versuchen jetzt, dich von der Trainingstechnik im Gegensatz zu den Jahren früher in einem Stoffwechselweg zu trainieren, der dir hilft, aus Zucker und Nicht-Zucker, also aus Fett, besser Energie zu gewinnen. Einfach viel mehr Krafttraining und Dehnung und Rollen und weniger, was habe ich gemacht, so hochintensiv. Es dauert ja alles mega lange, aber es ist nicht so intensiv. Genau. Für dich ist es so, dass du sehr lange HIIT-Training gemacht hast.
HIIT-Training ist, HIIT-Training ist ein Training, also hochintensives Training mit so speziellen Intervallen, wo man ganz stark belastet. Das ist schon eine Trainingsmethode, die zu bestimmten Zeiten okay ist, aber sie wird heute viel zu lange, viel zu oft gemacht. Der Grund ist, die Leute nehmen sich nicht mehr die Zeit, um zu trainieren und versuchen in kurzer Zeit viel durchzukriegen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man Materie nicht aufbaut, sondern Materie eigentlich verschleißt, verbraucht. Und wenn man jünger ist, hat man da hohe Anpassungseffekte, aber wenn du älter bist, dann wird das unter Umständen eine Stoffwechselsituation auslösen, oder es löst sehr oft aus, die dann zu Gelenk-, Muskelproblemen und einfach Schmerzzuständen führt, weil die Muskulatur nicht mehr so gut reagieren kann. Okay. Das Training hast du auch sehr lange so gemacht und darum hast du auch jetzt bestimmt die Ungleichgewichte verstärkt aufgebaut. Dehnungsdefizite, der hintere Oberschenkel war nicht mehr so gut beweglich. Die äußere Oberschenkelmuskulatur, speziell dieser Oberschenkelbindenspanner, der Tractus iliotibialis, der Sehnenapparat, der Oberschenkelbindenspanner ist oben. Wir waren bei dir so zu, dass deine restliche Muskulatur ja eigentlich schon gegen diese Muskulatur ankämpfen muss, um eine normale Bewegung zu erzeugen. Das heißt, wenn der vordere Muskel verkürzt ist und der hintere Muskel muss quasi da dagegen ziehen, dann muss er zum Strecken ja schon mal Energie aufwenden für etwas, was normal ohne Energie geht. Und dieser Energieverlust, der kostet dich natürlich 5-6% Leistung. Ist ja schon auch intensiv, ich meine jeden zweiten Tag. Ja, jeden zweiten Tag. Und durch noch ein bisschen ganz genau auf dich zugeschnitten. Genau. Also wir machen jetzt ganz viel Arbeit an Schwachstellen, um Verkürzungsprobleme zu beheben, zu verbessern, um eine Situation im Muskel zu schaffen, die es ermöglicht, dass der wieder mehr Energie transportieren kann. Mhm. Wenn so ein Muskel so lang so verkürzt ist, dann stell dir das so vor, dann wird der nicht mehr gescheit ernährt. Mhm. Es gibt Teile in dem Muskel, die dann quasi aufgrund von bestimmten Prozessen ihre normale Beweglichkeit dieser kleinsten Bestandteile, Sarkomere heißen die in der Muskulatur, nicht mehr ermöglichen. Das kann sie also statt halb zu verkürzen, vielleicht nur noch Viertel verkürzen, weil es schon Viertel zu ist dauernd. Und das ist jetzt ein Prozess, der dauert ein bisschen. Es ist auch nicht so, dass das endet. Du wirst also laufend jetzt Verbesserungen merken. Du merkst plötzlich, ich kann mich besser bewegen. Oder plötzlich, der hintere Oberschenkel arbeitet jetzt besser. Rollen höre ich nicht mehr auf, weil den Schmerz will ich nicht mehr erleben. Und der Schmerz, den du beim Rollen da außen gehabt hast, ist ganz typisch für Biker oder für Radfahrer, weil eben extreme Verkürzungen dann da sind und dieses Sehnengewebe auch viel an Säure speichern kann. Ja. Und dadurch dieses Gewebe unflexibler wird. Ja. Wenn du das jetzt mal durchgerollt hast, dann ist der Schmerz weg. Ja, Schmerz ist weg. Das kann ich schon mal, das ist schon mal gut. 3,5 Stunden später, ich bin fix und foxy. Also das war heute mal wieder schön intensiv. Ihr habt ja gesehen, die meisten Übungen, die ich mache, sind einfach Kraftübungen, auch mal intensivere Kraftübungen, ganzen Körper durch. Und Rollen, Dehnen, ja, alles Mögliche. Und ja, das macht ganz schön fertig. Aber ist geil. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Steffis Trainingstagebuch. Sportfrei.